Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck Xylem. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt. Zuvor aber noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. So, legen wir los mit dem Check, aber erst kurz zur Dividendenrendite. Und die liegt aktuell bei 1,3%. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Die liegt aktuell bei 50% und das ist auf jeden Fall ein guter Wert. Und deshalb gibt es hier einen halben Punkt. Das zweite Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Hier haben wir aktuell einen Wert von 33% und das ist sehr gut sogar, bezogen auf den Free Cashflow zumindest. Und deshalb gibt es hier einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also, die Firma gibt es erst an der Börse seit 2011 und deswegen gibt es noch keine 10 Jahre Dividende. Also, die Dividende wurde zuerst ausgeschüttet im Jahr 2011 und seitdem ist eben die Dividende von 10 Cent auf 96 US Cent je Aktie angestiegen. Und hier gebe ich, also hier gab es keine Dividendenkürzung und hier gebe ich auch einen Punkt, auch wenn noch keine ganzen 10 Jahre Dividende gezahlt wurde. Aber für dieses Jahr soll auch eine Dividende gezahlt werden. Und deshalb gibt es hier trotzdem einen Punkt. Dann zum vierten Kriterium. Hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also wie gesagt, die Aktie ist erst seit 2011 an der Börse und deshalb können wir nicht zurückschauen, wie die Aktie sich, also wie die Dividendenentwicklung sich in der Finanzkrise geschlagen hat und deshalb gibt es hier 0 Punkte. Dann zum fünften Kriterium. Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also die Dividende soll dieses Jahr ansteigen laut aktueller Prognosen und zwar von 96 Cent auf 98 Cent je Aktie. Und deshalb gibt es hier ebenfalls einen Punkt. Dann zum letzten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im aktuellen Jahr? Also aufgrund der Krise soll dieses Jahr der Gewinn fallen. Also der Gewinn die Aktie und zwar von 2,21 Dollar auf 1,34 Dollar die Aktie. Das sind natürlich noch Schätzungen und die können sich logischerweise noch ändern. Aber momentan wird von einem Gewinnrückgang ausgegangen und deshalb gibt es von mir hier 0 Punkte. Damit kommen wir zum Gesamtergebnis und hier holt Xylem bei meinem Dividendencheck insgesamt 3,5 Punkte von 6 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheckkammer landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. Damit kann man sagen, dass die Dividende der Xylem-Aktie insgesamt, zumindest laut meinem Dividendencheck, doch ziemlich sicher zu sein scheint. Und in meiner Rangliste aller bisher gecheckten Aktien hier erreicht die Aktie momentan den 33. Platz. Den teilt sie sich mit einigen anderen Aktien. Und insgesamt habe ich bis jetzt in meiner zweiten Videoserie 69 Aktien analysiert. Dann zum Abschluss noch der weitere Hinweis, mein Sicherheitscheck gibt nur eine Einschätzung zur Dividende der Aktien an der 6 Kriterien. Diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Das war's dann wieder mal. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.